gerade in der Aue in Kassel und ich war hier super lang schon nicht mehr. Ich war das letzte Mal, glaube ich, hier vor 7 Jahren oder so. Ich bin ja hier in Kassel zum Großteil groß geworden. Und also wir sind zwar oft umgezogen, aber eben als kleines Kind, bis ich 8 war, war ich hier. Und da war ich eben als Kind auch oft hier mit meinen Großeltern und auch meiner Mutter in der Aue spazieren. Und es ist voll schön, mal wieder hier zu sein. Es ist heute auch super schönes Wetter. Es war ein bisschen kalt im Schatten. Deswegen habe ich hier auch so einen Mantel an, über einem Sommerkleid. Aber ja, wir genießen jetzt das Wetter, ein bisschen in der Sonne. Wir waren hier hinten auch schon in der Orangerie, falls ihr das kennt. Und ja, genießen einfach die Natur, die frische Luft. Und auch für meine Oma ist es schön, die war nämlich schon lange nicht mehr spazieren. Und genau. So, hi, ich bin jetzt draußen hier im Garten und jetzt ist es Zeit, die Blumen zu gießen. Das machst du jeden Abend, Oma, ne? Ja, gießen tust du jeden Abend, ganz genau. Genau, und das machen wir jetzt. Aber du musst ziemlich unten gehen, damit sie nicht auf die Pflanze klappt. Schön am Rand entlang gehen, dass es schön auf die Erde kommt, unter die Pflanzen, ne? Mhm. Eine ganze Kanne? Ja, die ganze Kanne. Auf ein Ding? Nee, auf beide. Ach so. Oh, da muss ich schon ins Beet reinlatschen. Ja, muss man. Langsam auswaschen. Da muss ich jetzt noch mal hin da drüben. So. Ja, ich habe jetzt so drüber gemacht. Ja? Hast du leer? Ja, ist leer. Ja, alles gut. Ist gut so. Alles gut. Hier ist noch Rhabarber, der muss aber nicht gegossen werden, ne? Der ist eigentlich schon reif, oder? Den habe ich da schon abgeerntet. Aber hier ist doch noch welcher, guck. Naja, etwas ist noch. Man könnte da noch mal was von... Rhabarberkuchen, kannst du mal. So, wir haben jetzt frischen Rhabarber geerntet. Der Rhabarber? Ja. Und den mache ich morgen dann in einem Porridge nach einem Rezept. Und ja. Hi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute geht's mal wieder weiter mit meinen Vlogs. Ich war die letzte Woche das erste Mal auf Familienbesuch und bin das erste Mal auch wieder Zug gefahren. Und ich dachte, dass ich da lockerflockig meine Vlogs und alles Mögliche hochladen kann. Aber bei beiden Locations, wo ich war, hat das Internet leider gar nicht mitgespielt. Und ja, die Videos sind einfach relativ große Dateien. Und bei mir ist es zu Hause überhaupt kein Problem. Das Video lädt irgendwie in 3 Minuten hoch. Aber die Uploadrate ist da... ja, sagen wir mal, sehr, sehr langsam, obwohl beide Leute Internet haben. Aber es hat leider nicht so richtig geklappt. Das tut mir total leid. Ihr werdet auch sehen, meine Haare sind anders. Ich war heute nach sehr langer Zeit mal wieder beim Friseur. Ich habe einfach gemerkt, in der Corona-Zeit war ich natürlich auch nicht Spitzen schneiden, was natürlich nicht schlimm ist, weil man sowieso die meiste Zeit das Haus nicht verlassen hat. Aber jetzt habe ich mich doch irgendwie, wo ich jetzt auch das erste Mal wieder unterwegs war, ein bisschen unwohl gefühlt und bin heute zum Friseur gegangen. Und er hat auch direkt festgestellt, dass ich richtig, richtig viel Spliss habe. Meine Haare waren vorher so lang, also über die Brust, und er hat wirklich echt viel abgenommen. Also ich habe zu ihm einfach gesagt, er soll machen, weil wenn Spliss da ist, ist es so, dass es sich immer weiter nach oben ausbreitet. Und dann greift es sozusagen auch die gesunden Haare an. Und deswegen hat er gesagt, ja, eigentlich bringt es nichts, es dran zu lassen, es muss ab. Und ja, ich leide einfach immer an Spliss. Immer wenn ich meine Haare lang wachsen lasse, sie wachsen super schnell, entsteht aber Spliss. Und letztendlich ende ich dann dabei, sie abzuschneiden. Was total schade ist, weil ich eigentlich meine Haare spenden wollte. Deswegen hatte ich euch ja gesagt, lasse ich sie überhaupt lang wachsen.
Aber vielleicht kriege ich es diesmal hin. Ich weiß es nicht. Die Haare wachsen wirklich echt schnell. Also in einem halben Jahr habe ich sie locker wieder auf dieser Länge. Nur, ich weiß nicht so wirklich, was ich tun soll gegen Splits, weil es passiert so schnell. Das Einzige, was ich machen kann, ist natürlich öfter zum Spitzenschneiden zu gehen. Vielleicht sollte ich das machen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr gegen Splits macht, weil ich wirklich immer Hitzeschutz nehme und echt darauf achte, meine Haare gut zu pflegen. Aber es passiert trotzdem leider immer und immer wieder. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie Naturlocken habe oder ich weiß es einfach nicht. Jetzt sind sie natürlich ausgeföhnt, ne? Also das ist natürlich nicht meine Natur. Meine Naturlocken sind ganz anders. Das ist jetzt natürlich ausgeföhnt, also mit so einer Rundbürste. Ich mag das total gerne, aber ich kriege es leider zu Hause nie hin. Nie so wie vom Friseur. Und weil auch immer einige zu meiner Haarfarbe fragen, das ist tatsächlich hier meine Naturhaarfarbe. Da ist nichts gefärbt oder so. So ist meine Naturhaarfarbe. Dann war ich tatsächlich die letzten Tage in der Drogerie und wollte euch zeigen, was ich mitgenommen habe. Ich war bei der Drogerie Müller. In Berlin gibt es nicht wirklich eine tolle Filiale, aber bei mir in der Heimat gibt es einen richtig coolen, großen Müller. Und da gehe ich total gern vorbei, wenn ich da bin, weil ich da so ewig in der Naturkosmetikabteilung stöbere und schaue, was es so Neues gibt. Die haben eben auch sehr, sehr viele Marken, auch hochpreisigere Marken, die es jetzt in der normalen Drogerie wie DM oder Rossmann nicht gibt. Und deswegen stöbere ich da ganz gerne. Und was ich mitgenommen habe, das zeige ich euch jetzt. So, das Erste, was mir ins Auge gestochen ist, weil ich habe natürlich Sachen gekauft, die ich brauchte, auch auf Reisen. Mein Augen-Make-up-Entferner bzw. mein Micellenwasser war leer. Da habe ich von Santi hier das erfrischende Micellenwasser mitgenommen. Hier seht ihr es. So. Jetzt bin ich wieder scharf. Das habe ich schon ausprobiert und kann euch sagen, ich bin leider nicht begeistert. Das brennt extrem in den Augen und ich verstehe immer nicht, dass Hersteller Micellenwasser rausbringen, was dann letztendlich in den Augen brennt. Weil Micellenwasser nimmt man ja vor allem, um im gesamten Gesicht das Make-up runterzubekommen. Und natürlich, man geht auch mit dem Wattepad in die Augen. Ne? Also hier steht auch immer explizit drauf, reinigt sanft, entfernt Make-up gründlich für Gesicht, Augen und Lippen. Also das steht bei wirklich jedem Micellenwasser drauf, dass es für Augen, Lippen und Gesicht geeignet ist. Und da sind so reizende Stoffe drin. Ich weiß nicht, was es bei dem ist von Sante. Ich bin leider auch kein Chemiker. Man denkt eigentlich, coole Inhaltsstoffe, hier steht zum Beispiel gereinigtes Wasser, Weizen, Rapssamen, pflanzliches Kernöl und Mais, Aloe Vera Blätter, Chiasamen, Weizenkörner, Rizinussamen, Mais, Zuckerrübe. Also eigentlich denkt man, super coole Inhaltsstoffe. Ich weiß nicht, warum das so reizend ist. Also selbst der Geruch ist schon sehr stark, dass selbst wenn ich damit nicht in die Augen gehe, schon ist einfach reizende Duftstoffe aussendet, sodass es natürlich auch meine Augen reizt, selbst wenn ich es nicht direkt auf das Auge auftrage. Also ich fand, das von Cartier Paris ist ja auch Naturkosmetik, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist ein Top-Micellenwasser, was überhaupt nicht brennt. Aber das hier, ja, das werde ich natürlich jetzt aufbrauchen, so um mich im Gesicht abzuschminken, aber an die Augen, also das geht wirklich gar nicht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich von Sante das erfrischende Gesichtswasser so mochte. Da ist nämlich kein Alkohol drin. Das ist das hier. Und deswegen dachte ich auch, probiere ich auch mal das Micellenwasser aus, weil ich eben dieses erfrischende Gesichtswasser super fand. Deswegen habe ich mir das nachgekauft. Das ist total mild. Das ist mit Aloe Vera und Chiasamen, wie gesagt. Es erfrischt, ist echt ein cooles Gesichtswasser. Und das habe ich auch so gelobt in meinen Favoriten oder im Top. Ich glaube, das war in meinem Naturkosmetik Tops und Flops Video, genau. Also das ist wirklich top und das ist leider Flop, dieses Micellenwasser. Dann habe ich was richtig Cooles entdeckt und zwar wollte ich schon immer mal Produkte von Annemarie Burland ausprobieren. Das ist eine Marke, die ich auch schon bei anderen sehr häufig gesehen habe und auch eine sehr renommierte Naturkosmetikmarke ist, die es auch schon sehr lange gibt, aber ich habe irgendwie noch nie was von Annemarie Burland ausprobiert, weil es die Sachen auch vor allem nur online oder eben im Müller gibt, natürlich auch in Naturkosmetikläden, aber im Bioladen oder auch im DM habe ich das halt eben noch nie gesehen. Und ich bin auf der Suche nach einem richtig feuchtigkeitsspendenden Serum. Ich war irgendwie relativ unzufrieden mit den Serien, die ich gerade in Benutzung habe. Irgendwie kickt es alles nicht so richtig, irgendwie bringt es alles nicht so richtig viel Feuchtigkeit. Und da habe ich das hier gesehen.
Das ist das Serum von Annemarie Berland. Ich packe es nochmal aus, damit ihr das seht. Es hat auch so eine Flasche hier. Hier ist es. Genau, es ist wie so ein Zwei-Phasen-Produkt. Das schüttelt man auch. Da gibt es auch andere, die mich auch sehr, sehr angesprochen haben. Ich habe mich jetzt für das Zwei-Phasen-Hyaluron-Shake-Serum entschieden. Das ist für feuchtigkeitsarme Haut. Zwei-Phase-Hyaluron-Shake. Ja, gegen dehydrierte Haut. Irgendwie weiß ich auch nicht, weil meine Haut einfach nicht so prall und feuchtigkeitsversorgt, wie ich mir das vorstelle. Ihr wisst, dass ich sehr gerne glowy Haut mag und ich habe das auch heute benutzt und die letzten Tage schon für euch getestet, weil ich euch eben bei dem Drogerie-Haul auch ein First Impression geben wollte. Ich wollte nicht einfach nur zeigen, was ich gekauft habe und ich bin bis jetzt extrem begeistert. Also das ist wirklich, für mich sind Produkte immer irgendwie besonders, wenn ich merke, dass sie zu den anderen Produkten, die ich zu Hause habe, wirklich eine viel bessere Leistung bringen. Und dieses Serum kickt richtig mit Feuchtigkeit. Da kann kein Serum, was ich bis jetzt hatte, mithalten. Kein Serum liefert so viel Feuchtigkeit. Es ist wirklich so, wie die Haut saugt Wasser auf, wie so ein Cocktail für die Haut, ein Feuchtigkeitscocktail. Und die Haut sieht so schön gesund und prall aus. Also ja, ich bin extrem begeistert und ich finde, das kommt nicht häufig vor, dass man Produkte hat, wo man auch wirklich einen Unterschied sieht. Gerade bei Naturkosmetik finde ich es oft vieles so, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht extrem performance-lastig, dass man denkt, wow, das verändert jetzt so viel. Aber deswegen bin ich sehr angefixt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure liebsten Beauty-Produkte von Annemarie Berland sind. Ich habe da so viele interessante Produkte gesehen, aber so viele, dass mich das total überwältigt hat. Ja, also schreibt mir da gerne mal eure Highlight-Produkte in die Kommentare. Ich würde gerne noch mehr ausprobieren, weil ich bis jetzt von diesem Serum eben super, super angetan bin. Dann war ich auf der Suche nach Nagellack, denn jetzt ist der Sommer ja da. Es war die letzten Tage, wo ich eben auf Reisen war, extrem heiß. Also wirklich, mir kam es vor wie 30 Grad, aber es waren angeblich nur 25, aber ich glaube, in der Sonne war es definitiv heißer. Und ich hatte keinen Nagellack dabei, weil ich ehrlich gesagt seit einem Jahr keinen Nagellack mehr trage. Außer vielleicht im Sommer auf den Fußnägeln, aber es ist wirklich lange her, dass ich überhaupt Nagellack gekauft habe, Nagellack aufgetragen habe. Dann war ich ja eine Zeit lang im Nagelstudio, weil ihr wisst, ich kaue ja Nägel. Und das hat auch gut funktioniert, aber ich wollte eben diese chemischen Nageltipps nicht mehr auf meinen Fingern haben. Ich bevorzuge eben natürliche Produkte. Und ja, ich habe da bis jetzt immer noch nicht den perfekten Weg gefunden, um mit meiner Nagelkauerei umzugehen und aber auch schöne Nägel zu haben. Also es ist halt immer noch schwierig für mich. Aber ich hatte voll Lust, mir meine Fußnägel zu lackieren und generell ein bisschen Farbe wieder auf die Nägel zu bringen. Ich hatte sehr lange keine Lust und jetzt war es eben wieder soweit. Und da habe ich was ganz Cooles entdeckt. Ich bin wirklich in dem Müller rumgelaufen und so Bio-Nagellack ist ja wirklich Fehlanzeige. Also das habe ich leider auch im DM noch nie gesehen. Ich weiß, es gibt Gitti Berlin, da habe ich auch einen Nagellack von, aber allerdings eine sehr dunkle Farbe, die jetzt im Sommer nicht passt. Lange Rede mal wieder, kurzer Sinn. Ich habe dann geguckt, okay, gibt es von irgendeiner Marke Nagellacke, die zumindest so ein bisschen natürlicher sind. Habe was sehr Interessantes entdeckt und zwar von Catrice den Pure Nail Polish. Der ist 70% mit Natural Ingredients, also natürlichen Inhaltsstoffen. Und da habe ich mir diese schöne Farbe hier ausgesucht. Also so ein schönes Altrosa. Total hübsch, finde ich. Und das fand ich ziemlich cool von Catrice. Das ist die Farbe 03 Perfection. Dass es zumindest einen Nagellack gibt, der 70% natürlich ist. Ich glaube, das ist auch relativ neu. Ja, den werde ich mal ausprobieren. Den habe ich jetzt noch nicht aufgetragen, weil wie es dann so war, habe ich es natürlich dann doch nicht geschafft, weil wir so voll in der Eile waren. Und dann wollte ich noch so einen knalligen Rotton. Das sind so meine Lieblingsfarben bei Nagellack. Den zeige ich euch jetzt auch mal hier. Das ist der. Und wisst ihr, was das Coole ist? Der ist komplett mikroplastikfrei. Das sind zumindest Upgrades, die ich momentan bei einigen Kosmetikmarken merke, zumindest bei Catrice. Catrice, finde ich, ist trotzdem oft auch eine gute Alternative, weil es eben Kosmetik ist, die schon eine gute Performance hat. Natürlich ist es jetzt nicht Naturkosmetik, es ist nicht Öko, aber ich finde es zumindest für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis und immerhin cool, dass sie mikroplastikfreien Nagellack anbieten und auch einen relativ natürlichen Nagellack. Das ist auf jeden Fall eine Richtung, in die es weitergehen kann und ich begrüße das sehr und deswegen fand ich es cool, dass ich das überhaupt gefunden habe. Denn oft ist man ja auch einfach in der Eile und hat eben nicht Zeit,
ewig online zu bestellen und die krassesten Nischenmarken eben rauszuholen, also beziehungsweise sich zu holen, sondern man will manchmal ja einfach losgehen, in den Laden gehen und hey, ich brauche jetzt einen Nagellack, hey, ich brauche jetzt eine Creme. Und da ist es einfach super, wenn es in der Drogerie natürlich Sachen gibt, auf die man irgendwie sich verlassen kann und die auch dem Standard, den man selbst hat, wie ich zum Beispiel, eher auf gute Inhaltsstoffe zu achten, die dem dann auch entsprechen. Dann habe ich mir auch einen Überlack mitgenommen, ja, Power Gel 2-in-1 Base in Topcoat, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt Nagellack auftrage, muss ich irgendwie einen Basecoat haben, ne? So geht es ja nicht. Dann liebe ich die Raumdüfte und Roll-Ons und so weiter von Primavera und ich habe sowas Cooles entdeckt, und zwar das hier. Das ist das Zirbenwald Raumspray und seitdem ich das erste Mal so richtig in Österreich unterwegs war und in einem Zimmer aus Zirbenholz geschlafen habe und das riecht für mich so krass einfach. Ich habe vorher noch nie was von Zirbe gehört. Dabei ist es ein Holz, also ein Baum, der sehr viel auch in Deutschland und Österreich vorkommt. Ich wusste das nicht. Ich habe auch schon mal selber Zirbenschnaps gemacht. Es riecht so beruhigend. Also ich mochte lange Zeit Lavendel, aber Lavendel ist für mich komplett nach hinten gerückt, seitdem ich Zirbenduft kenne. Es ist für mich... Es riecht so beruhigend. Ich weiß gar nicht, was das ist. Es hat so eine Magie auf mich, dieser Duft. Ich weiß, es klingt völlig bescheuert, aber ich habe mir das vorgestern auf mein Kissen gesprüht, dieses Spray. Und es war für mich wie im Himmel. Ich habe sofort entspannt, ich war sofort ruhig. Also mir hilft dieser Duft auch extrem, wenn ich zum Beispiel eher so ein bisschen Angstzustände habe oder angespannt bin, hilft mir dieser Duft einfach zu entspannen. Wenn ich daran rieche, legt sich wirklich so eine komplette Entspannung über meinen Körper. Ich bin total ruhig und denke einfach nur an einen schönen Wald. Also es ist Wahnsinn. Es ist einfach so ein bisschen holziger Duft natürlich, hat vielleicht auch so eine leichte Tannennote. Ich persönlich mag ja Walddüfte sehr gerne, deswegen habe ich auch meine eigene Duftkerze, habe ich ja diese Waldkerze gemacht, weil es für mich einfach ein totales Entspannungserlebnis ist, im Wald zu sein, und ich verbinde das selbst auch mit Ruhe, Ausgeglichenheit und Entspannung. Aber dieses Spray ist wirklich für mich der Wahnsinn. Also wenn ihr die Chance habt, riecht mal daran. Vielleicht ist es nicht für jeden, aber ich finde das viel, viel, viel beruhigender als Lavendel. Es gibt ja auch von Primavera, das habe ich auch schon in vielen Favoritenvideos mal gezeigt, also auch in meinem Jahresfavoritenvideo, es gibt dieses Schlafwohlspray. Und das finde ich auch super und toll und auch beruhigend. Aber es kommt nicht an dieses Zirbenwaldspray ran. Also Leute, es ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe das. Ich bin so glücklich, dass ich das gefunden habe. Es war wirklich, ja, die Entdeckung des Tages für mich. Und dann habe ich hier auch noch mitgenommen von Primavera. Das hier. Das ist das stressfrei Roll-On. Den habe ich mir mitgenommen, weil ich jemand bin, der sich schon oft sehr stressen lässt. Von kleinen Faktoren auch. Ich muss auch sagen, dass diese gesamte Zugreise, die ich jetzt angetreten habe, natürlich, die Zahlen sind extrem runtergegangen. Übrigens für alle, die Zug fahren wollen, man muss die ganze Zeit eine Maske aufhaben. Alle tragen Masken. Es wird sehr krass auf Hygiene geachtet. Also es ist natürlich sicher, Zug zu fahren. Ich war trotzdem sehr angespannt, weil es natürlich die erste Zugreise seit langem war und natürlich mit diesem ganzen Corona-Ding, finde ich, kann man einfach nicht entspannt Zug fahren, finde ich. Also man ist jetzt einfach nicht so gechillt wie früher. Und deswegen dachte ich mir, generell kommen jetzt auch wieder mehr stressige Momente auf mich zu, und ich bin jemand, der sehr extrem auf Gerüche reagiert. Also so Aromatherapie ist genau mein Ding, und der stressfreie Roll-On, den habe ich mir jetzt auch mal eingepackt, den kann man sich so hier an die Schläfen rollen. Das hilft vielleicht auch bei... Es gibt auch einen Kopfschmerzstick. Also ich glaube hier so. Ich mache es mir tatsächlich auch manchmal unter die Nase, weil ich das wirklich riechen muss. Ja, man kann sich es auch, glaube ich, so hinter die Ohren machen, wenn man möchte. Ja, so genau. Ich bin auch kein Experte. Genau, aber den habe ich auch noch mitgenommen. So, dann habe ich mir noch was mitgenommen. Ich habe mir seit Ewigkeiten kein Parfum gekauft. Außer das letzte, dieses vegane Parfüm, was ich euch auch gezeigt habe in meinem Video, wo ich in London war, glaube ich, habe ich es euch gezeigt, glaube ich. Und ich war letztens, also im Februar war ich zu Hause bei meiner Oma, und da hatte die Schwester von meiner Oma ihr ein Parfum geschenkt.
Und zwar das hier. Das ist von Job Le Bain. Ich und meine Französischkenntnisse. Und wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal einen Duft finde, den ich so toll finde. Ich finde den Flakon auch total schön. Wow. Das ist das hier. Und ich liebe diesen Duft. Es ist für mich, ich habe meinen Duft gefunden. Es ist auch ein Duftklassiker aus den 80ern, der sehr orientalisch riecht, sehr ladylike. Und es ist einfach mein Duft. Es riecht einfach wie frisch gebadet. Also mich erinnert es auch, es heißt ja nicht umsonst auch Le Bain. Wie jemand, der einfach super gepflegt ist, aus der Badewanne steigt. Und ich habe mich so in diesen Duft verliebt. Also ich habe ihn bei meiner Oma draufgesprüht. Und ich habe dieses Parfüm nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Und das hatte ich noch nie bei einem Duft. Ich hatte noch nie bei einem Parfum. Die meisten Parfüms, auch die es so bei Douglas und so gibt, fand ich so eklig vom Geruch. Und damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das war mir immer viel zu stark, viel zu übertrieben. Nicht klassisch, nicht schick. Und für mich muss Parfum auch immer so eine Geschichte erzählen. Also wenn ich diesen Duft rieche, denke ich irgendwie an vergangene Filmikonen oder irgendwie an so edle Hotels oder so. Also ich denke irgendwie an schöne Dinge, sagen wir mal so. Und deswegen, Düfte müssen immer eine Geschichte für mich haben. Das Einzige, was natürlich der Fall hier ist, ich habe versucht rauszubekommen, ob es vegan ist. Ich habe hinten geguckt, da waren jetzt keine tierischen Inhaltsstoffe. Es basiert wirklich auf Pflanzen. Es ist jetzt auch kein Moschus oder so drin. Das kann man sagen. Es sind allerdings laut Codecheck 2 bedenkliche Inhaltsstoffe drin. Leider, da war ich auch sehr im Zwiespalt, weil ich den Duft halt super schön finde, aber die Inhaltsstoffe so bei normalen Parfums einfach so naja sind. Also wenn irgendjemand ein Naturkosmetik-Öko-Dupe zu diesem Parfüm kennt, dann soll er es mir schreiben. Allerdings habe ich da gar nicht so große Hoffnung, weil es das einfach meistens nicht gibt. Ich habe, wie gesagt, dieses eine vegane Parfum, dieses Eden. Und da müsste ich mal gucken, ob die sozusagen den Dupe in vegan von diesem Parfüm haben. Genau, das ist einfach ein absoluter Parfüm-Klassiker. Und vielleicht gibt es das ja sogar. Mich würde total interessieren, wie ihr das mit Parfum handhabt. Ich habe mir jetzt seit langem mal wieder so ein konventionelles Parfum gekauft. Ich habe natürlich auch ein veganes Parfüm zu Hause, so das relativ natürlich hergestellt. Das hatte ich auch schon. Es gibt natürlich auf dem Markt bisher sehr wenig ausgewählte Parfums und die meisten riechen dann ja natürlich auch eher natürlicher und jetzt nicht so orientalisch oder blumig, eher auch selten. Oft ist es ein bisschen mehr in die Kräuterrichtung. Das ist halt nicht so mein Geschmack. Ich hatte auch schon solche Parfüms und die mochte ich auch. Die Frage ist auch, tragt ihr überhaupt Parfum? Nicht jeder trägt ja auch Parfum. Ich trage es auch tatsächlich nicht jeden Tag, nur manchmal finde ich es einfach ein schönes Gefühl, einen Duft zu tragen. Und ja, deswegen, es würde mich total interessieren, schreibt es mir in die Kommentare, was für Parfum ihr tragt, ob ihr auch konventionelle noch tragt und wie ihr das Ganze handhabt, denn ich bin da auch manchmal echt einfach unschlüssig. Genau, es gibt jetzt gleich hier Abendessen und dann wird nicht mehr so viel passieren. Heute ist übrigens Freitag. Ja, ich bin gespannt. Wir werden nachher noch einen Film gucken und ganz gemütlich einfach zu Hause sein, gerade nach diesen anstrengenden Tagen der Reise. Das habt ihr natürlich alles nicht mitbekommen. Bin ich jetzt auch froh, erstmal wieder ein bisschen zu Hause zu sein. Ich finde mich sehr, sehr gerne zu Hause. So, heute Abend gibt es mal einen Salat und zwar gibt es einen griechischen Salat mit veganem Feta. Ich zeige euch später noch die Packung. Aber der schmeckt so lecker, der schmeckt wirklich extrem authentisch, also wie echter Feta. Und ja, ich liebe so griechischen Salat. Das ist das Brot übrigens von Brotwerk, Domberger Brotwerk heißt es. Und die machen das einfach selber in ihrer Manufaktur. Und hier seht ihr handwerkliche Herstellung aus Sauerteig. Und das Coole da ist, der Brotteig liegt eben. Im Gegensatz zu vielen anderen Bäckern, die das eben ganz, ganz schnell machen und es ist eben nicht gut, wenn der Teig nicht liegen kann und das unterscheidet halt eben ja, solche hochqualitativen Brote zu konventionellen Broten. Und ja, das ist sehr, sehr lecker. Also so sieht das Brot aus. Es schmeckt echt extrem gut. Ist ein bisschen mit Pfeffer drin. Ich finde allerdings nicht, dass man das unbedingt schmeckt. Also ich habe es heute Morgen auch mit Bionella gegessen. Das geht auch. Und das gibt es jetzt noch zum Salat. Und das ist der vegane Feta, den wir für den Salat genommen haben. Das ist wirklich der beste, den es gibt. Also ich hatte auch schon den von Beda. Den mochte ich überhaupt nicht. Und dieser Greek White Block ist wirklich
sehr, sehr gut. Also ich habe das im Vegans geholt und woanders weiß ich gar nicht, wo es das gibt. Vielleicht schreibt ihr es mal in die Kommentare, falls ihr wisst, wo es diese VioLife-Firma noch gibt. So, mir ist gerade aufgefallen beim Schneiden, dass ich den Vlog gar nicht beendet hatte. Es war wirklich eine etwas verrückte Woche bei mir. Viel war los, eben auch politisch. Und ja, ich habe auch bei Instagram sehr viel zu Black Lives Matter gepostet. Ihr wisst ja, dass vergangene Woche George Floyd auf brutale Weise von der amerikanischen Polizei ermordet worden ist. Und Rassismus ist ein Thema, für das ich mich schon sehr lange einsetze. Und ja, das hat jetzt sozusagen in dem gegipfelt, diese schreckliche Tat, dass es endlich mal mehr Leute erreicht. Natürlich ist es schlimm, dass es auf die Art und Weise passieren muss. Aber ja, es ist jetzt gerade in aller Munde und ich finde es gut, dass sich immer mehr Leute jetzt, leider erst jetzt muss ich sagen, aber zumindest jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Und ich wollte jetzt nicht ein extra Video dazu machen. Ich finde, YouTube ist meiner Meinung nach nicht unbedingt hier auf meinem Kanal die Plattform, wo ich sowas mache. Ich wollte euch aber zwei Bücher empfehlen und euch dazu ermutigen und auffordern, euch auch mehr mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen. Denn Rassismus ist in Deutschland ein strukturelles Problem, auch hier in Deutschland, nicht nur in den USA, weltweit. Und ja, da es hier uns vor allem in Deutschland betrifft, weil wir hier leben, wollte ich euch zwei Bücher zeigen, wo ich sehr, sehr viel über das Thema Rassismus gelernt habe. Und ich finde, das sind zwei Bücher, die kann man leicht verstehen. Es ist zugänglich und toll geschrieben. Und zwar sind es die zwei Bücher hier. Einmal Exit Racism von Tupoka Ogette und dann von Alice Hastes, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist hier ein bisschen mehr so privater geschrieben, sage ich mal, aus eigenen Erfahrungen. Und ich würde das hier als Fachliteratur bezeichnen, wo es um ganz explizite historische Bezüge geht, aber eben auch um Fachbegriffe oder Sachen, die man nicht sagen sollte. Also das ist wirklich so ein kleiner, großer Ratgeber, wie man auch als weiße Person eben Rassismus entlernen kann. Und hier, finde ich, findet man nochmal einen emotionaleren Zugang, weil es eben von Alice aus ihrer eigenen Geschichte, wie sie groß geworden ist, auch in Deutschland erzählt ist. Und ich habe mich natürlich hier in dem Buch auch auf eine Art wiedergefunden. Natürlich betrifft mich ein ganz anderer Rassismus und auch meine Erfahrungen als jetzt Schwarze. Das ist natürlich klar, aber ich glaube auch Leute, die Migrationshintergrund haben, die in irgendeiner Form Rassismus erlebt haben, würden sich in diesem Buch hier wiederfinden. Und ich kann euch beide echt empfehlen. Beide gibt es auch zurzeit auf Spotify als Hörbücher kostenlos zu hören. Also es gibt momentan keine Entschuldigung mehr, sich nicht mit diesem Thema zu befassen. Und ich lege es euch echt ans Herz, mal da reinzuhören, da reinzulesen und diesem Thema eure Aufmerksamkeit zu widmen. Ja, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao!